Und ich habe eine kleine Überraschung für euch heute, Leute. Let's start again. Moin, die Zerberster und Zerbersterinnen, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Legend. Und da sind wir auch heute schon wieder am Start und direkt zum Anfang. Es werden heute die nächsten Personen in das Projekt eingeladen werden über YouTube. Und ich kann euch schon mal ein paar Infos geben für die Leute, die es jetzt noch nicht so mitbekommen haben. Wir hatten gestern einen unnormal geilen Livestream. Also der war richtig, richtig awesome. Das ging richtig gut ab. Und zwar sind gestern wieder die Außenposten reingekommen. Die sind aber noch nicht ganz fertig, so wie sie jetzt sind. Leider ist eine negative Sache passiert. Und zwar wurde mein Tempel, den ich bauen wollte, mit euch abgerissen. Und ja, der ist jetzt halt komplett weg. Leider. Wirklich leider. Ich habe mich mega drauf gefreut, mit euch so einen fetten Tempel zu bauen. Und ja, der wurde jetzt leider abgerissen. Damit muss ich jetzt zurechtkommen. Und da entsteht jetzt was Neues. Und ich würde sagen, wir machen uns da jetzt mal auf den Weg hin. Ich werde das heute so halten, dass ich gleich dann irgendwann die Leute nenne, die in das Projekt eingeladen werden von mir. Ich werde mich heute ein bisschen kürzer fassen, weil ich mir jetzt vorgenommen habe, jedes Video immer wieder ein paar Leute nach Legend einzuladen, von denen, die aktiv sind. Auf jeden Fall kann ich schon mal eins sagen, da ist eine Person bei, die erst seit dem... Moment, das ist der falsche Zettel. Hier ist der richtige. Seit dem 1.8. Ja, ich sag jetzt wieder Subscriber, weil auf Twitch nennt sich Abonnent Subscriber. Hier heißt, sagt man ja Abo. Ist eigentlich für beides derselbe Begriff. Aber ich habe einen Abonnenten, glaube ich, das ist ein Abonnent, ne? Ich weiß es gar nicht. Ist es ein Abonnent? Man weiß es nicht. Man munkelt. Ist aber auf jeden Fall seit dem 1.8. dabei. Also daran seht ihr, diese Person scheint wohl auch sich richtig viele Videos von Anfang bis Ende angeguckt zu haben. Und immer wieder Bewertungen dagelassen zu haben und Kommentare. Und dadurch ist er halt in der Interaktion innerhalb der kürzesten Zeit halt sehr schnell hochgestiegen, ne? Es bringt aber nichts. Das will ich jetzt nochmal direkt an dieser Stelle sagen. Weil es gibt einige Personen, die der Meinung sind, yo, ich klatsche jetzt überall einen Daumen nach oben rein, schreibe irgendeinen kleinen Kommentar. Dann werdet ihr von YouTube als Spammer abgestempelt. Dann seid ihr bei mir im Spamfilter drinne, automatisch. Das macht YouTube so. Und dann nützt euch das nichts mehr, ne? Man muss wirklich nach und nach, also diese Person scheint seit dem 1.8. komplett meine Videos zu verfolgen, jedes Video sich immer anzugucken, was jeden Tag kommt, eine Bewertung dazulassen und einen Kommentar zu schreiben, und dadurch ist sie halt jetzt hochgestiegen, relativ schnell, ne? Also ihr seht, also jemand, der neu ist, das will ich damit sagen, hat die Chancen auch relativ schnell, ja, nach oben zu kommen. Und das ist jetzt gestern hier entstanden. Oh, da ist Todesklinger. Hallo. Mal eben kurz hier verbeugen. Guten Tag. Und das ist gestern entstanden, nachdem mein Tempel abgerissen wurde, eiskalt, haben wir angefangen, hier eine Arena aufzubauen. Das war auch ein Riesentheater, weil ich mich mega krass im Ring vertan habe. Und ja, wir haben jetzt angefangen, hier eine Arena aufzubauen. Hier wollen wir dann auch so Turniere starten lassen. Ihr seht, ne, das ist schon ein etwas größeres Projekt. Das werden wir im Livestream machen. Mit euch will ich über YouTube etwas anderes machen. Ich will mit euch etwas, ja, machen, was wir hier halt nur über YouTube machen und nicht im Livestream, weil das ist halt doof, wenn ich dann im Livestream weitermache und ihr verpasst die Hälfte und Leute können das dann nicht nachträglich sehen oder so. Deswegen habe ich mir vorgenommen, ich möchte mit euch jetzt hier über YouTube ein anderes Projekt starten. Und zwar habe ich mir überlegt, wir werden jetzt weiter hinten uns irgendwo ein Gebiet suchen, wo ein bisschen Platz ist, und da will ich was Größeres bauen. Da werden wir dann irgendwie in den nächsten Folgen ein bisschen Terraforming machen, dann werden wir nach und nach anfangen, dort zu bauen. Das wird auf jeden Fall ein großes Projekt. Ich habe mir da vorgenommen, dass ich da einige Folgen abdrehe bis zum Beginn des Twilights. Für die Leute, die gestern den Livestream geguckt haben, es sind schon wieder neue Sachen im Twilight passiert. Die Arena dort ist fertig. Das ist so krass, was das Bauteam da im Moment auf die Reihe bringt. Also muss man wirklich sagen, ist schon echt heftig, auf jeden Fall. Und ich habe mir für heute ein kleines Thema rausgesucht, und zwar würde ich mal ganz gerne eure Meinung jetzt dazu hören. Mir geht es darum, und zwar ist es ja so, auf YouTube gibt es halt verschiedene Arten von, wie soll ich sagen, YouTuber, ne? Und ich habe jetzt immer mehr gelesen, dass die Leute sagen, ja, wenn man auf YouTube seinen Zuschauern was bieten will, muss man anfangen zu cutten. Man muss viel mehr Zeit in die Videos investieren, was ja auch richtig ist, ne? Also Zeit
Also man sollte auf jeden Fall immer wieder zeigen, dass man auch das gerne macht und so. Und mit sowas zeigt man das ja auch. Aber viele sagen, man muss die Videos sehr aufwendig mittlerweile schneiden. Wie ist da eure Meinung? Also ich muss sagen, ich habe mir jetzt mal so ein paar YouTube-Kanäle durchgeguckt letztens. Und ich finde, manche, die übertreiben es. Die schneiden sogar viel zu viel. Da ist fast in alle 10 Sekunden irgendein krasser Cut drinne und so ein Kram. Und ich muss ehrlich sagen, mir persönlich sagt das nicht so zu. Also ich bin eher so vom... Ja, wie soll ich sagen? Ich will jetzt nicht sagen alten Eisen. Ich habe schon so irgendwie, denke ich, meine eigene Art zu Let's Playen. Aber ich bin jetzt nicht jemand, und das gebe ich ganz offen zu, der hingeht und sich da so, ja, so übelst krasse, aufwendige Videos zusammenschneidet, ne? Weil erstmal fehlt mir durch die ganzen Livestreams, ich mache ja jeden Tag 8-9 Stunden Livestream, dadurch fehlt mir enorm die Zeit auf YouTube, wirklich krass schneiden. Also Videos zu schneiden. Was ich jetzt zum Beispiel machen werde, ist jetzt halt meine Reihe hier von Die Dunkle Bruderschaft weiter. Weil das kam sehr gut an, das erste Video. Und ich kann mir vorstellen, wenn wir hier richtiges Roleplay über YouTube reinbringen, dass das auch mega interessant für euch wird. Entschuldigung. Und ich habe mir gedacht, das würde, denke ich mal, reichen. Ich finde, so ein Let's Play hier, was will ich hier dran groß noch schneiden, ne? Ich würde da mal ganz gerne eure Meinung zuhören. Sagt ihr, ach, absoluter Humbug, ein Video muss nur unterhaltsam sein. Ich meine, schneiden hilft ja dabei, dass es unterhaltsam ist. Aber sagt ihr einfach, ja, es reicht auch schon, wenn ein Let's Player einfach ein gutes Thema sich raussucht oder vielleicht in dem Video gute Dinge macht, die unterhaltsam sind. Und dann gucke ich mir das trotzdem gerne an. Wie ist da so eure Meinung zu? Und was ist das hier für ein riesen Kasten? Also ich muss mal auf jeden Fall gucken, hier auch das Dach, ne? Das, uiuiui, da müssen wir aber auf jeden Fall mal schauen, dass wir hier so ein bisschen Hilfe noch leisten bei manchen Leuten. Manche haben so noch nicht so ihren Baustil, glaube ich, gefunden. Das sieht schon so ein bisschen eigenartig aus, manche Gebäude. Hier scheint irgendjemand eine Festung oder so zu bauen. Aber die Frage ist, warum macht er das, wenn da hinten schon eine Festung steht? What the fuck? Junge, Junge, Junge. Erstmal müssen wir herausfinden, ob diese Person überhaupt noch weiter spielt, ne? Weil wenn er das nicht macht... Dann bringt das nichts, wenn er hier so eine riesen Festung baut. Aber der scheint hier echt ordentlich Zeit investiert zu haben, um alleine das Ganze hier zu terraformen. Das Problem ist halt, alle bauen kreuz und quer, ne? Jetzt haben wir hier wieder so viereckige Dinger. Wir müssen da auf jeden Fall mal schauen, dass wir da bei den Menschen eine Regelung finden, dass das alles schöner wird. Ich denke mir, wenn das dann hier schon alles so hässlich ist, werde ich dieses Gebiet hier nehmen, werde das mühsam alles schön mit euch formen. Ja, vielleicht kann ich das sogar im Livestream machen, hier Terraforming und so in dem Gebiet. Weil dann werde ich hier anfangen, was Cooles aufzubauen. Ein etwas größeres Gebäude. Ich denke, Platz haben wir hier mehr als genug. Und da müssen wir mal schauen, auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall eine coole Sache, da bin ich mir sehr sicher. Und ich habe eine kleine Überraschung für euch heute, Leute. Ich habe jetzt extra ein bisschen gewartet, ne, weil ich wollte das nicht direkt am Anfang machen, weil sonst sind dann schon die Ersten dabei, die nur kurz gucken. Ja, gibt's heute hier eine, gibt's heute was Wichtiges? Und dann sind die wieder weg. Und zwar würde ich ganz gerne heute die Antwort von der Frage, die ich im vorletzten Video gestellt habe, wissen. Nämlich, wann das allererste Legend gestartet ist. Ich meine jetzt wirklich Minecraft Legend, wann ich den ersten Livestream gemacht habe. Ich kann euch einen Tipp geben. Es gibt ein Video, wo der Zander, der Petrit und Crabswan und ich weiß gar nicht, wie der andere hieß. Mir fällt der Name nicht ein. Ist auch nicht schlimm. Sag ich jetzt einfach mal. Ist ja auch nicht schlimm, dass ich seinen Namen nicht weiß. Ich kenne ihn sowieso nicht. Wann die das... also, die haben ein Video dazu gemacht. Also, da ist das Datum auch offiziell, steht das dort. Ich will den Zeitraum nicht nennen, weil das wäre schon ein bisschen zu viel verraten. Aber ich kann euch sagen, es existiert ein YouTube-Video, wo auf jeden Fall das Datum drinne steht. Und ich werde unter allen Teilnehmern, die richtige Antwort dann geben... jeweils 8 Wildcards verlosen. Das heißt, 8 Leute, von denen, die richtige Antwort geben, haben die Chance, dann darüber ins Projekt reinzukommen. Ja? Also gebt euch Mühe. Wann ist das allererste Legend gestartet? Also ich meine das Legend, was hier vor war. Nicht das Hexed Legend, sondern das Legend vor Minecraft Rise of the Phoenix. Davor hieß das Projekt ja einfach nur Minecraft Legend. Und Rise of the Phoenix kam ja jetzt mit der Rückkehr von Legend wieder. Und, ja, wie gesagt halt, wann ist das gestartet? Alter, was ist... Ist das Izzy sein Haus? Ja, ne? Das hat jemand... Ah, nee, da hat jemand neben Izzy seinem Haus sich ein Haus nochmal gebaut. Schick, schick. Ja, wie gesagt halt, das würde ich gerne wissen, wann das allererste, Legend, also Rise of the Phoenix, das normale Legend gestartet ist und nicht Rise of the Phoenix, so rum.
Schreibt einfach eure Antwort in die Kommentare. Vergesst aber auf jeden Fall nicht zu dem Thema, was ich heute angesprochen habe, bezüglich der Videos, wie ist da eure Meinung zu, definitiv eine Antwort zu schreiben. Und dann würde ich sagen, weil uns jetzt auch die Zeit gleich langsam wegrennen würde, ich bin jetzt heute so ein bisschen mit euch rumgelatscht, habe euch jetzt mal so ein bisschen was gezeigt. Ich kann ja mal in der Zeit zum Heiligtum der Menschen nochmal laufen. Ich werde jetzt übrigens in den nächsten Folgen erstmal anfangen, alle Fraktionen abzulaufen. Und dann werde ich jede einzelne Fraktion erklären nochmal, ja. Gebe euch nochmal Updates, weil es haben sich alle Städte übelst krass verändert. Ja, deswegen will ich alle Fraktionsstädte nochmal zeigen. Ich würde sagen, ab morgen fangen wir damit an. Und dann erkläre ich nochmal alle Fraktionen im Einzelnen, damit dann die Leute, die neu sind, überhaupt wissen, was das Projekt Legend ist, was man hier machen kann. Und danach werde ich dann nochmal den Nexus zeigen und die Außenposten und das erklären. Und dann mache ich noch ein Video, wo ich nochmal den Twilight abkläre. Und dann ist das das letzte Mal gewesen, dass ich alles erklärt habe. Wenn dann jemand fragt, dann sage ich immer, die sollen in die Videobeschreibung gehen. So, und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach direkt mal an. Das ist das Heiligtum der Menschen. Ich werde da einfach mal in der Zeit rumlaufen, dann könnt ihr euch das angucken. Und ich sage euch jetzt einfach mal, wer die Gewinner sind. Also, als allererstes habe ich heute den NIT-LP. Ist seit dem 9.7. dabei. Vielen, vielen Dank für deine ganze Unterstützung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß in dem Projekt Legend. Du wirst wahrscheinlich heute Abend oder morgen die Nachricht in deinem Postfach haben auf YouTube, wo ich dich zu Legend einlade und deinen Minecraft-Namen verlangen werde. So, dann habe ich als nächstes den CJ Johnson. Am 14.01. ist er dazugekommen auf dem YouTube-Kanal, also schon ein bisschen länger dabei. Vielen, vielen Dank für die ganze treue Unterstützung und den Support in der letzten Zeit. Ab sofort, ja, kannst du dich glücklich zählen, denn du wirst zu Legend eingeladen, mein lieber Freund. So, dann habe ich als nächstes hier noch den Lapisboy-LP. 28.03. ist das Datum, wo er zu dem Kanal dazugekommen ist. Herzlichen Glückwunsch, auch ab sofort eingeladen zu Minecraft Legend. Vielen Dank an dich für deinen ganzen Support, die Unterstützung und Treue. Danke, danke, danke. So, dann haben wir als nächstes, hat ein sehr komisches Bild drin, ne? Adrian Monk, auch seit dem 3.5. dabei. Also ich würde sagen, noch nicht ganz so lang wie manch anderer, aber sehr aktiv. Auch schon öfters in den Kommentaren habe ich ihn gesehen. Ich glaube, ich habe sogar ein paar Kommentare schon beantwortet. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support, vor allen Dingen deine Kommentare, die du auch immer schreibst. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, die öfters gelesen zu haben. Und freut mich auf jeden Fall, dich auch in Legend begrüßen zu dürfen. So, dann haben wir zunächst noch hier den Marlon. Das ist der Fall, den ich meine. Ist seit dem 1.8. dabei, hat in der kurzen Zeit anscheinend so eine Aktivität aufgeweist, dass er halt einfach jetzt, ja, sehr weit oben im Ranking steht. Lieber Marlon, ich bedanke mich bei dir für den Support in der kurzen Zeit. Vielen, vielen Dank. Freut mich auf jeden Fall, dass dir anscheinend der Kanal auch gefällt. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Und du bist auch herzlich eingeladen dazu, in Minecraft Legend teilzunehmen. Du wirst auch eine Nachricht erhalten. Dann benötige ich nur noch den Minecraft-Namen und daraufhin erhaltet ihr nochmal eine Nachricht mit der IP für den Server. Und dann haben wir noch zum Schluss den Maggi, seit dem 12.04. dabei. Vielen, vielen, vielen Dank für den ganzen Support auch in der Zeit. Und ich wünsche dir ab sofort viel Spaß in Minecraft Legend. Auch du wirst eine Nachricht erhalten und bist dann in Minecraft Legend eingeladen. Und ich würde sagen, liebe Freunde, es regnet jetzt sowieso gerade. Ich stelle mich mal hier unten im Tunnel unter. Ich würde sagen, 6 Kandidaten habe ich heute eingeladen. Vielleicht stocke ich das Ganze auf 8 auf morgen. Mal gucken, müssen wir mal schauen. Oder ich werde mal gucken, je nachdem. Ich habe mir jetzt überlegt, ich schaue jetzt immer, wie viele Likes und Kommentare und so da kommen. Und werde das je nachdem dann anpassen. Ich habe mir jetzt gedacht, weil es echt extrem viele sind, dass ich ein bisschen mehr Leute invite, damit das Ganze ein bisschen schneller vonstatten geht. Ganz wichtig ist, Leute, irgendwann ist auch der Invite vorbei. Also kurz vorm Twilight wird niemand mehr erstmal nach Legend invited. Dann ist ein Monat, anderthalb Monate Pause, weil wir dann erstmal in Ruhe alle Legend spielen werden. Und dann werden die nächsten Leute invited. Das heißt, nutzt jetzt eure Chance, um in das Projekt zu kommen. Allen, die jetzt dabei sind, wünsche ich ganz viel Spaß. Ich freue mich, dass ihr dazugekommen seid. Und bedanke mich auch bei allen anderen, die jetzt vielleicht noch nicht im Projekt drin sind, aber trotzdem supporten. Ich drücke euch allen die Daumen. Bleibt einfach dran, ja. Früher oder später werdet ihr hier reinkommen, definitiv. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergesst auf gar keinen Fall eure Meinung zu dem Thema heute mit den Videos schneiden und Aufwand und so. Das interessiert mich wirklich sehr. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da oben da und einen netten Kommentar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Minecraft Legend. Morgen fangen wir an, uns die Städte anzugucken, die Heiligtümer von den einzelnen Städten. Und dann zeige ich euch, was sich überall getan hat. Das ist echt eine Menge. Und ich würde sagen, bis dahin, sagen wir erstmal tschüss, danke fürs Zuschauen, ciao.